So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 135. Folge hier in Forza Horizon heute in einem Auto. Ich meine, man sieht es, es ist einfach eine Ikone, finde ich. Und ein immer noch wirklich sehr, sehr hübsches und auch geiles Auto. Natürlich nichts Geringeres als der Audi Sport Quattro. Der Bekanntheit erlangte, dass er als Rennversion oder als Rallye-Version mit Walter Röhrl unter anderem gefahren ist. Und das Ding, das ist einfach. Nee, scheiße. 3, 2, 1. So, damit hallo und herzlich willkommen zur 135. Folge hier in Horizon 3. Heute mit einem Auto, was einfach. Man ist einfach sprachlos, das bin ich gerade auch, nämlich der Audi Sport Quattro von 1983, im Spiel zumindest. Ein Gebaut von 84 bis 85 laut Wikipedia, aber gut, hier 83. Ich meine, eigentlich würde ihn jeder kennen, zwar als Rallye-Version, den vor allen Dingen Walter Röhrl gefahren ist, der auch noch mehrere, noch viele Siege damit erreicht hat in dem Wagen. Vor allem auch auf Pikes Peak, ne? Das Ding ist einfach ein Monster gewesen. Es war so gestellt, dass es jetzt nur die, also nur quasi die normale Version. Hat natürlich auch hier einen wunderschönen, wirklich wunderschönen 5-Zylinder-Motor. Von die es heutzutage fast gar nicht mehr gibt, eigentlich. Also ich kenne die halt von Audi logischerweise, hier im Sport Quattro. Dann gibt's eben noch im TT RS, im RS3, dann von Ford im Focus Mark II. Volvo hatte mal welche. Im Dakar Ford gibt es den, glaube ich, auch, aber es ist halt noch ein Audi-Motor. Und sonst wird es, glaube ich, relativ rar mit den 5-Zylinder-Motoren. Die haben einfach so einen geilen Klang. Aber Audi, danke für dieses Geschenk. Dieser Wagen ist einfach nur göttlich und auch abgrundtief schön. Aber auch leider ein wenig teuer. Der kostete damals bei Markteinführung 195.000 D-Mark. Ja, richtig. 195.000. Das ist ungefähr doppelt so viel wie ein Porsche 911 damals. Das ist schon krass. Und der Preis wurde auch angehoben auf, glaube ich, 201.000 D-Mark. Der Wagen ist relativ alt, aber überhaupt nicht langsam. Denn der Motor hier, der 5-Zylinder, hat 2,5, nee, 2,13. Moment. Wo steht denn das hier? 2,1 irgendwas Liter Hubraum. Das ist wichtig. Und zwar gibt es einen sogenannten Turbofaktor. Und zwar war das damals so, wenn der Hubraum multipliziert mit dem. Halt die Fresse, warum? Nein, jetzt geh nicht auf die Eier. Und zwar muss man den Hubraum des Wagens in halt Kubikzentimeter mal 1,4 multiplizieren. Und wenn das Ergebnis unter 3 Liter ergibt, dann darf der Wagen laut Reglement unter 1000 Kilo wiegen. Das wollte der Audi halt nutzen, deswegen wurde halt der Hubraum ein wenig verkleinert, sodass es knapp unter 3 Liter ist. Und der Wagen so leicht. Boah, Ren, jetzt. Sei doch mal ruhig, ey. Ist ja schlimm. Deswegen durfte der unter 1000 Kilo wiegen. Ich meine, der ist so an sich jetzt in dieser Version nicht schwer. Der wiegt keine 1,4 Tonnen, trotz Allrad. Und vorne richtig geilen Motor. 306 PS. 53 Newtonmeter, 5-Gang-Getriebe. Der hat er mal ein bisschen aufgebaut, aber auch nicht so viel. Ich will ihn relativ Serie lassen. Wir werden das hier zum Beispiel sogar nicht dran machen. Es ist eigentlich ganz schön. Aber der Wagen soll noch ein bisschen normal bleiben. Mein Sportquattro ist natürlich nicht normal. Das ist einfach. Der Wagen, der ist ja auch schön. Ich bin dann wirklich eigentlich überhaupt kein Fan von alten Autos. Das ist auch für mich schon ein altes Auto. Aber so ein Sportquattro, der ist einfach schön. Da passt alles. Aber auch der Motor, ne? Dieser geile 5-Zylinder, dieses Triebwerk. Guck mal, der wiegt nichts. Trotz Allrad. Genau, 2134 Kubik. Ich scroll mal kurz hier bei Wikipedia. Einen Moment. Genau deswegen hat er auch den Turbofaktor. Oder ist halt der noch knapp unter 3 Liter. Mit 2,98 irgendwas. So, geht auch richtig leicht. Wir machen aber nur mal eine Stufe leichter. Das reicht, glaube ich. Wird aber auch ein bisschen mehr Leistung kriegen. Und vor allem auch einfach ein 6-Gang-Getriebe. Das halte ich auf jeden Fall für notwendig. Wir starten zurück anscheinend. Ist mir egal. Aber der Wagen, da soll nicht viel gemacht werden. Ja, allein schon, dass es dieser Wagen ist. Allein das macht das schon viel besser. War breitere Reifen, das ist ja quasi Fahrradreifen. Gut, mein Wagen hat dünnere Reifen. Davon mal abgesehen. Oh, 2,75er. Das ist ein bisschen zu viel. Ja, das passt schon. 2,50er. Machen wir vorne und hinten. Das geht noch. Felgen, die lassen wir natürlich. Machen wir sie größer, sind 15 Zöller. Geht hoch bis auf. Ja, 18er. Das ist natürlich zu groß. Machen wir 16er.
Ich finde, die gehen noch. Aber größer will ich sie nicht haben. Wenn sie weiter gehen, sind sie auch einmal größer. Ja, das geht noch. So, da gucke ich nochmal hier, was es hier so Schönes gibt. Da vorne haben wir von Audi, jetzt nicht, noch so ein Ding hier. Auch so eine Art, noch hier, ist so eine Art auch Unterbodenschutz. Sieht ziemlich panne aus. Jetzt machen wir den nicht dran. Hinten gibt es noch eine nette Theke. Wo ich aber die normale Theke schon ziemlich nett finde. Lassen wir auch mal. Boah, wie kann man das nicht machen? Ja, ich bin den Pikes Peak Quattro schon gefahren im Spiel, deswegen was ich sehe nochmal relativ normal. Weil der sieht schon so viel zu geil aus. Den man echt zu fahren, das wäre super. Die Dinger, die machen wir. Die sind aber ganz schön breit, ne? Jetzt mal so gucken, sind viel breiter als die Reifen. Nein, machen wir auch nicht. Und Motorhaube. Was ändert sich da? Was sind die Dinger da vorne dran? Nö, der bleibt äußerlich eigentlich ziemlich clean soweit. Aber wir machen da ein kleines. Wir bauen den mal jetzt mal so auf B-Klasse auf. Dann mache ich erstmal eine Schonscheibe. Vielleicht noch so Auspuff und was, noch ein anderes Teil, dann reicht das auch schon. Der soll nicht so schnell werden. Der ist schnell. So. Das hat, da haben wir genau 700. Na, perfekt. 252 kW, 388 Newtonmeter auf 1,2 Tonnen. Das sind, wie viel PS sind das? 355? So ungefähr. Kann man auf jeden Fall machen, finde ich. Ja, der braucht nicht schnell sein. Der ist einfach nur so viel zu geil. Ich fahre den Wagen wirklich übertrieben, wie ihr gerade merkt. Der war eigentlich bis jetzt in Rebenrennspiel, wo er ist geil. Weil allein wirklich dieser 5-Zylinder-Motor, der klingt einfach so geil. Und der ist halt, klingt eigentlich halt noch viel besser als hier im Spiel. Wo der schon ziemlich gut klingt. Ich meine. Achso, ich guck nochmal wegen Design. So, nicht viel vom Sound zeigen. Ich werde nicht spoilern. Ich bin der Wagen selbst in Forza, ich bin den schon mal gefahren, aber weiß ich nicht lange. Habe ihn halt auch nicht getuned. Ich wollte mir extra für diese Folge aufheben. So, aber Designs, also eigentlich wollte ich jetzt da keins drauf machen. Die Farbe ist übrigens Tornado Rot. Zwar wurde der Audi Sport Quattro 220 Mal gebaut oder halt verkauft. Und davon 4 Stück, okay, das ist unwichtig. 134 in Tornado Rot, also diese Farbe, 48 in Alpina Weiß, 21 in Kopenhagen Blau, 15 Stück in Malach Grün und 2 in Schwarz. Von den 134 Fahrzeugen in Tornado Rot kamen 89 in den freien Verkauf, 6 waren Prototypen, 10 Versuchsfahrzeuge und 20 Exemplare für Audi halt als Rallye-Auto. Ich glaube, unser bleibt Tornado Rot. Was zur Hölle? Ich frage mich, wieso macht man diese Lackierung eigentlich, wenn es diesen Wagen im Spiel gibt? Das finde ich ein bisschen komisch. Aber ich glaube, wir lassen den eigentlich so, wie er ist, weil. Ey, bei den Farben, ich guck mal. Aber das Tornado Rot, das sieht halt richtig geil aus. Dann haben wir hier Grün. Nein. Blau. Schwarz. Also, ich meine, Rot ist halt. Bei dem Wagen sieht es halt übertrieben geil aus. So Felgenfarbe. Ich würde gerne irgendwie weiß machen. Ich finde so bei Rallye-Autos passen weiße Felgen richtig geil. Und der ist auch schon relativ rallye-fähig. Von dieser Version. Da muss es jetzt keine Version von Walter Röll sein. Das ist auch so schon ein richtiger Sportwagen. Ich meine, über 300 PS. Das ist ordentlich. Der Kollege ist auf jeden Fall nicht langsam. Kein Langeweile-Auto vor allen Dingen. Aber auch nicht ganz günstig. Ich weiß nicht, was die heute kosten. Ich denke mal, auf jeden Fall mehr als früher. Felgengröße passt eigentlich. Weiße Felgen finde ich geil. So. Sound nicht so viel zeigen. Ich soll das gleich genießen. Der Turbo weg schon. Mein Innenraum, ja gut. Ist nicht so, dass. Gelbe vom Ei. Nehmen wir das Auto aus den 80ern, ja. Ist natürlich nicht hier Navi und alles drin und Schickimicki. Die Alcantara mit roten Nähten. Nee. Das haben wir da nicht verbaut. Oh, ist einfach schön. Ach, bildschön. So.
denn es ist ein kurzer Orgasmus für euch. So. Und genau deswegen liebe ich einfach Fünfzylinder. Vor allem die von Audi. Ich meine, das ist halt. Da braucht man nichts zu sagen, ne? Ist einfach Sound. Komm hier, wir geben mal Gas. Erster Gang, ziemlich lang. Was hast du 90 km/h? Man sieht es langsam. Nee. Langsam ist er nicht. Ho, 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 ho. Sound, herzlich willkommen. So. Also Tieferlegen machen wir heute mal ausnahmsweise nicht. Mache ich immer gern, aber ich kriege keinen Spot gerade tief. Und auch Topspeed angegeben laut Audi. Mit 248 km/h. Ist auch nicht so verkehrt. 0 auf 104,5 Sekunden. Auch nicht verkehrt. Echt voll wenig eigentlich, ne? Für nur 306 PS. So, das lassen wir, glaube ich, aus. Machen wir 60 hinten? Das ist die Frage. Wir machen mal 60 hinten. Das verträgt der Wagen, glaube ich. Übersetzt. Warte. Bisschen Sturz. Ich finde es bei dem Wagen nicht so gut. Weil der hat schon. Er ist schon ziemlich breit. Und die Räder oder die Achsen halt bei weitem nicht so breit wie der Wagen. Warte. Man sieht es hier auch schon. Ist halt doch noch ein ganz schönes Stückchen. Deswegen Sturz machen wir mal keinen. Aber eine andere Übersetzung. Das mal komplett neu alles. So. Ich probiere, mache es mal nach Gefühl. Guck da mal, ob die gut ist. Schon nicht viel zu lang. Werden wir gleich sehen. Warte, ich fahr jetzt mal wieder in die andere Richtung. So, jetzt mal mit Vollgas. Okay, Sound ist schon mal top. Hab ich aber auch nicht anders erwartet. Das ist für die Ohren einfach eine akustische Darbietung. Das werden die Ohren lieben, meine lieben das zumindest. Eure hoffentlich auch. Und schnell ist er, ja. Aber Getriebe geht noch ein bisschen kürzer auf jeden Fall. So ein bisschen. So, machen wir mal 3-0. Jetzt mal 6 anschalten. Ne, der ist zu lang auf jeden Fall. Der muss kürzer. Das ist eh kein Topspeed-Wunder, also da darum geht es bei dem Wagen auf jeden Fall nicht. Um möglichst viel Topspeed. Passt, glaube ich, so. Das haben wir Motor schalten, ne? Oh. Diese Optik von hinten, auch dieser geile Heckspoiler, ne? Verspucken kann er auch. Na komm. Jawohl. Einmal umdrehen.
Gut, aber das geregelt. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was der hier so im Rennen taugt. Und auch noch hier so schöne Offroad-Strecken in Yara Valley. Nehmen wir die hier oder nehmen wir. Komm, die nehmen wir. Die sieht doch gut aus. 7 Kilometer, aber die Zeit nehme ich mir heute mal, um hinzufahren. Und. Oh. Ja. Ist das im Innenraum? Das ist von, würde ich noch sagen, ein bisschen geiler als von außen. Vielleicht nochmal runterschalten, warte. Es ist einfach unvergleichlich. Kommt 2,20, 2,25, 2,30. Ja, ein bisschen Offroad fahren, mal abseits der Straße, kein Problem. Ich glaube, alles auch 2,40 mittlerweile. Naja, 2,45. Geht auch schnell. Und 2,50. Audi. Mit schöner auf jeden Fall. Dieses Rot, das ist so hässlich, was er da hat. Ich kann sowas machen. Obwohl, er kann auch ein bisschen kürzer so. Als zweiter, der kann noch ein bisschen länger, aber dafür hier oben. Da. Knackiges Geschriebe hier. Dann würde ich mal sagen, machen wir heute mal wieder mit Kupplung. Habe ich auch beim BMW M3 so gemacht. Werden wir hier aber auch hinkriegen. Das ist, was ich gleich auch mal machen werde, vor allen Dingen. Was ich ausprobieren will. Nein, das nicht. Und zwar starten wir mal was am Start mit dieser Art Launch Control. So. Okay, was sagt jetzt der Turbo? Gib mir das 0,3 Bar. In 400 Metern schaut rechts ab. Jawohl. Geht schon ziemlich gut. Aber einmal machen wir doch. Oh Gott. Genau, abbiegen. Alles war mit deutlich mehr Drehzahl. Das war ein bisschen wenig. Ja, so 6.000. Ja, so ist das doch geil. Da kann das Rennen nur gut werden. So, ja, weil die Sägewerk geriet rennen. Krepatterwagen eigentlich. Jetzt auf keinen Fall irgendwie bedenken. So, Ready Monster ist er. Vielleicht nicht er, sondern ich in der Version, aber an sich, das kann man doch schon unterstreichen. Ready Monster. Dann steht es auch schön Sport Quattro. Und die Audi-Ringe natürlich hier vorne. Vier Stück. Gott, ein grüner Quattro. Das finde ich echt überhaupt nicht schön. Muss ich mal sagen. Ich habe auch noch schon was mit bei. Von dem auch einige gefahren sind bisher im Let's Play. Und zwar sind wir gefahren den. Natürlich den 037 sind wir gefahren, den 205. Und dass wir auch gefahren sind, aber hier nicht mehr bei ist, war noch der Undersport Quattro natürlich. Und den Delta S4 in Desert Mountain.
Aus dem Regen schön. Quatsch, ja, jetzt, geh mal weg da. Okay, ein bisschen weit rausgekommen. Na gut. Aber fairer Zweikampf, würde ich sagen. Hier, da fühlt sich der Wagen wirklich wohl. Zum Untergrund. Das ist einfach. Das ist wirklich. Das liebt er. Der wird dreckig. Oh nein. Komm. Wunderbar. Ach, schon der Erste. Ging ganz schnell. So. Im Regen wunderschön, noch schöne Heckwischer da. Ziemlich flott ist. Uiuiui. Ein bisschen zu motiviert. Da sieht man auch, der Wagen, der ist nicht langsam. Der Kollege hier. Konkurrenz, ja. Ja, oder weniger hier nicht vorhanden bei dem Rennen. Noch nicht. So. Zwei dann auch bald geschafft. Ich fühle mich so gut. Was macht der Wagen dann, wenn ich bremse? Ich bin noch auf der Bremse, nicht auf der Kupplung. Trotzdem geht die Drehzahl runter. Mhm. Also so weit runter. Das ist irgendwie komisch. Jetzt gleich nach dem Ziel die Kurve ein bisschen etwas anders nehmen. Nicht voll gegen die Wand heizen. Naja. Aber immer nicht die Wand berührt. Ist ja auch schon mal was. War halt nur scheiße langsam. Ja, am dritten bleiben diesmal. Ist auch noch ziemlich gut. Das Sound, wenn man vom Gas geht. Warte, gleich nochmal. Oh. Ich würde sogar sagen, vom Sound her eines der besten Autos im Spiel. Also unter den Top 10 auf jeden Fall. Hier, was soll das? Ich habe geschalten beim Bremsen. Da war ich von der Kupplung runter. Trotzdem ist die Drehzahl noch so weit unten. Oder so komisch halt. Ihr wisst, was ich meine. Schuss auf Rundenzeit. Das muss cool aussehen. Das sah ja wohl cool aus. Ja, war easy. Am Quattro, so dreckig. So ein Quattro fahren wir auch mal ziemlich cool, so, ey, echt? Ist ja schon echt geil. Oder ich glaube, allein schon mitfahren wäre schon ein wirkliches Erlebnis. Der muss ja nicht mal bei der Röhre sitzen. Auch so ein Typ, der das halt zumindest kann. Na ja, ein Rennen geht noch, ja. Natürlich geht noch eins. Nun ist die Frage, welches Rennen wir machen. Ich mache mal hier erstmal den ganzen Scheiß aus. Strecken. Das will ich sehen. Jop. Ist gebongt. So, erstmal alles anmachen wieder. Da fahren wir auch hin. Nicht deportieren. Ja gut. Felsen zu kuppeln. Kann ja mal passieren. Ist hier was im Innenraum? Mariana. Ich will den Sound genießen. Wow.
Ja, Vollgas geht auch, kommt ein bisschen in die Kurve rum. In die Driftzone rein. Nicht das Gebiet für den Wagen. So, schön schnell durch. Okay. Nicht mit 200 km/h, eher so 170. Na komm. Ein bisschen geht er. Kleines bisschen. Aber nicht mal einen Stern. Denke ich mal. Sorry. So. Da sind wir auch schon. Gucken, wie es jetzt wird. Was haben wir hier? Nachmittag, Sonnenschein. Das sieht gut aus. Wir hätten natürlich hier den Focus X von Ken Block. RS200 Evolution, oh geil. Delta S4, der W, 37 Stradale, nochmal. Natürlich ein Stratos haben wir noch, ein MG Metro 6R4, ein Opel Manta natürlich, Peugeot 206 T16, 105 Turbo und hier noch Zubi. Natürlich den besten Wagen, ja. Also den besten nach dem anderen Quattro. Aber ich weiß gar nicht sogar. Ich finde, glaube ich, sogar den, also die Version schöner als die Rennversion. Meine Rennversion ist schneller, das ist klar. Aber schöner finde ich den nicht trotzdem. Die Sonne blendet, schön. Man sieht nichts. Und go. So. Das war ganz gut. Die müssen ja alle soweit Allrad haben. Deswegen keinen großartigen Vorteil hat. Nee, der 037 hat keinen. Der Stardust auch nicht. Aber sonst der Rest. Ey. Müsste eigentlich Allrad haben. So. Jetzt schon zweiter. So, dann vorne ist wieder der Mess United. Wer sonst? Ich vermisse den Carbon-Keller irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr so oft dabei. Nein, das war scheiße. Zu schnell vor allen Dingen. Wir werden heute vielleicht sogar mehr als 30 Minuten. Das hol ich aber auf, oder? Ist das 037 da vorne? Ui! Ja. Das spule ich nicht zurück. Das ist so. Komm rum. So, auf jetzt eine Nase kratzen. Nochmal. Bremsen sind nicht so. Ist halt ein altes Auto, ne? Ich will jetzt keine Carbon-Keramik-Bremsen. Ich hab dich gleich, mein Freund. Müssen ja auch alle eigentlich Vierzylinder haben. Halt nur der Audi nicht. Autsch. Der arme Audi. Jetzt zum Glück habe ich Schaden aus. Was wäre jetzt kein Audi mehr? Ich verstehe nicht, was das soll. Die Bremse aber noch voller Kanne, durch die Kupplung gar nicht. Und die Dissel geht auf die Leerlaufdrehzahl zurück. Das ist irgendwie komisch. Ist mir egal, ich bin Erster. Ich habe auch einen kleinen Vorsprung. Super Handling sonst. Auf der Straße. So. Und wieder Erster. Läuft doch.
Komm, was so Schönes. So gefällt mir das. Ach. Geil. Einfach nur geil, der Wagen. Ich bin auch ein Fanboy, klar, aber wirklich. Ein Spot Quattro, das ist wirklich. Ein Auto, das wird nicht alt. Das ist einfach immer geil. Man vergisst es auch nicht. Okay, bald 600 ist nicht mehr weit. Das wird vielleicht sogar mal ein Display passieren. Der 600er Wheelspin. 700 wird schwer, das werde ich glaube ich nicht mehr erreichen. Aber so 600, 650 können. Na wohl. Ich bin Forza. Motorsport 7 kommt ja wann raus? Am 29. September. Für die Ultimate-Leute. Die holen wir übrigens. Also wird dann auch ab dem 30. September, wenn Amazon wieder nicht pünktlich liefert. Ist ja leider noch nie passiert zum Beispiel. Wie bei Forza Horizon 3. Wenn die pünktlich liefern, gibt es auch dann natürlich direkt am 30. September was. Ich hab's vergessen. Direkt wieder zu Forza 7. Aber wirklich, Spot Quattro muss man gefahren haben. Gefahren sein? Was ist denn das? Ist mir egal. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge wird es leider wieder ein Auto geben, was nicht ganz so toll ist. Weil es wirklich so toll wie ein Audi Spot Quattro geht ja auch schlecht. Deswegen hat trotzdem noch ein richtig geiles Auto natürlich. Ich fahre hier natürlich nur geile Autos. Okay, der James Vivandura war natürlich auch eher so eine Schnapsidee. Aber muss ja auch mal sein. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Folge 136. Wo es dann aber wieder was Schnelles geben wird. Wahrscheinlich. Mit so A, S1 oder S2 oder X. Man munkelt. Dann haut rein. Tschüss.